Und damit ein herzliches Willkommen zu Velocity. Ja, Velocity auf große Mexiko-Tour. Der eine hat sogar I'm Your Puppy-T-Shirt an. Ja, wir sind hier in Mexico City, Mexiko, auf dem Marktplatz. Einfach so. Da steht's auch. New Mexico. Mexico City, nicht New Mexico. New Mexico war was anderes. Und damit kommen wir hier zum Eröffnungsmatch hier in Mexico City. Auf der großen Velocity Tour. Und wir wissen ja, bei Velocity können die Superstars ja selber meinen, anzutreten oder nicht. Wo auch ein bisschen die Undercard gepusht wird. So ein bisschen wie hier All Elite mit Dark und Dark Elevation, das sie ja damals gemacht hat. Ja, jetzt kommt Alicia Fox, also das erste Match wird ausgetragen vom Raw. Und ihre Gegnerin kommt. Wo ist sie? Da haben wir sie. The Boss, Sasha Banks, haben wir ja auch schon lange, lange nicht mehr in Aktion gesehen. Ja, aktuelle Titelträgerin ist ja Bayley. Sasha Banks war ja selbst auch schon, ich glaube, ein- oder zweimal Championess. Und natürlich möchte sie wieder angreifen. Momentan ist ja rund um Bayley so ein bisschen die Riot Squad, hat sich da so ein bisschen versammelt. Und direkt Tilt-A-Whirl Backbreaker. Klar, Alicia Fox will natürlich auch nach oben, ganz klar. Das möchte hier jede Diva. Und Knee Drop. Und da rollt sich Sasha Banks raus. Alicia Fox direkt hinterher. Dropkick gekonnt. Und Alicia Fox wieder mit einem Konter. Also Alicia Fox sehr, 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 sehr dominant in der ersten Phase des Matches. Der Ref ist bei 4, also das geht ja noch. Aber Sasha Banks hier, gar nicht mal. Der Ref ist bei 6, will Alicia Fox hier den Countout-Sieg? Nee, Sasha Banks rollt Alicia Fox wieder rein. Und ein Side Russian Leg Sweep von The Boss. Und ein harter Chop. Den gibt's auch noch oben drauf gratis. Und ein Tritt gegen die Rippen. Ja, vorhin, da stand der Ref ein bisschen in der Kamera. Also ein bisschen blöde positioniert. Aber wenn Alicia Fox jetzt wirklich die Sensation gelingt und sie wirklich The Boss besiegen kann, dann könnte sie wirklich schon so Richtung Titel mal ein bisschen schielen. Wenn sie dann noch gegen Paige gewinnt und gegen Ruby Riott und sowas, also dann auf jeden Fall. Dann hat sie alle vorherigen Titelträgerinnen besiegt. Hat sie nicht alle Titelträgerinnen gewonnen. Und Sasha Banks auf dem Middle Rope. Kommt mit dem Splash, aber fliegt ins Leere. Und natürlich haben wir heute auch noch, glaube auch ein paar Luchadors. Aber wir sind noch ein bisschen länger hier in Mexiko. Ich glaube, noch eine zweite Ausgabe müsste es hier aus Mexiko geben. Und wir haben ja auch ein paar Luchadors. Und sonst können auch Wrestler aus den Indie-Ligen natürlich auftreten. Also die, die keinem festen Brand angehören. Können natürlich auch zeigen, was sie können. Wer weiß, vielleicht kommen ja ein paar neue Gesichter hinzu. Und was sehen wir jetzt? Neckbreaker. Von Sasha. Und der Schlag auf den Rücken. Backstabber. Durchgedreht. Und Aufgabegriff. Wird Alicia Fox jetzt tappen? Ja. Aber ganz, ganz schnell. Und Sasha Banks gewinnt nach einer, naja, ziemlich dominierenden nach einem ziemlich dominierenden Auftakt. Und, oh, ich glaube, Alicia Fox ist noch nicht vorbei. Versucht auf Sasha Banks einzuprügeln. Sie taucht ab und jetzt gibt es Schläge. Ja, Alicia Fox wollte unbedingt den Sieg. Sie bräuchte auch mal einen.
Naja, kann man machen. Nichts. Wir kommen zum zweiten Match. Unser zweites Match. Zwei Leute, um die es sehr, sehr ruhig geworden ist. Gut, ehemalige NXT-Superstars. Da haben wir schon den ersten, nämlich Roderick Strong. Ehemalig NXT, hat ja das Match gegen Kyle O'Reilly verloren, wodurch Roderick Strong ja praktisch gegangen ist. Jetzt ist es allerdings Ring of Honor. Also rein theoretisch könnte er wieder auftreten. Es ist ein neues Brand unter neuer Leitung und dies und das und jenes, alles niegelnagelnew. Will sich hier bestimmt empfehlen. Und sein Gegner, auch ein ehemaliger NXT-Champion, nicht World Champion, aber ein Champion, da haben wir ihn, nämlich Pete Dunne. Einer der härtesten Bruiser aus England. War ja United Kingdom Champion. Der ja jetzt der WXW Unified Champion Titel ist. Auch ehemalig NXT. Hat er den Titel an Will Ospreay verloren. Ja, zwei, die nicht unter festem Brand stehen, treten an. Wer weiß, vielleicht tauchen sie ja irgendwann mal bei All Elite, Nitro, Raw oder Ring of Honor auf. Warum gerade diese Reihenfolge? I don't know. Raw, Nitro, Ring of Honor oder All Elite. Sowas. Aber zumindest können sie sich jetzt hier in Mexiko mal empfehlen. Obwohl natürlich bei beiden das Talent natürlich da ist. So ist es nicht. Roderick Strong, ein super Athlet, der nie so wirklich so den Durchbruch hingekriegt hat. Da war Pete Dunne schon besser dran als United Kingdom Champion. Hatte ja auch eine relativ lange Fehde gegen Will Ospreay. Ein paar Mal konnte Will Ospreay gewinnen, ein paar Mal hat Pete Dunne gewonnen. Und ein Backbreaker von Pete Dunne. Der das Match, ja, ich wollte gerade sagen, jetzt dominiert. Jetzt kommt Roderick Strong wieder zurück. Und Clinch. Pete Dunne stößt ihn da weg. Einmal oben drüber von Roderick Strong und direkt den Backdrop. Und, ja, ein Ansatz, erst ein Rock Bottom. Und schöne, oh, mit Judas Effekt mäßig. Und Clothesline hinterher. Ja, dieser Ansatz Rock Bottom. Ja, hier zeigt das uns auch nochmal. Und dann halt in den Backbreaker rein. Die dann schlägt jetzt hier zurück. Und das hat vorhin die dann auch gezeigt, diesen Butterfly Suplex. Und auch ein Knee-Drop. Ja, Roderick Strong war ja erst bei der Undisputed Era halt mit Kyle O'Reilly, Bobby Fish, der ja irgendwie immer noch verletzt zu sein scheint. Und halt Adam Cole. Dann gab es ja die Unstimmigkeiten zwischen Kyle O'Reilly und Roderick Strong. Ja, und nach der Niederlage von Roderick Strong gegen Kyle O'Reilly ist es ja ziemlich ruhig um ihn geworden. Man hat ihn nicht mehr gesehen, nicht mehr gehört. Bis heute. Jetzt sehen wir ihn. Und was für ein Bicycle Kick. Und jetzt beißt der Roderick Strong sogar in die Finger. Und zeigt ein Cover allerdings nicht mal bis 1. Gut, Will Ospreay und Adam Cole sind natürlich nicht hier in Mexiko. Oder Kyle O'Reilly, Bobby Fish. Obwohl, bei Bobby Fish weiß man es nicht. Vielleicht steht er irgendwo im Publikum. Ist ja verletzt, er kann ja hinreisen, wo er möchte aktuell. Und Schlag gekontert. Und, ja, Suplex durchgedreht. Kick-out bei 1.
Und jetzt Pete Dunne lauert. Roderick Strong erhebt sich. Aber was für eine Clothesline. Und oh, Suplex, Gutbuster, Back, irgendwie sowas. Auf jeden Fall jetzt das Cover. Reicht es für den? Nein, tut es nicht. Da kommt der Cruiserweight, der Bruiserweight. Peter kommt doch aus England, oder? Ja, natürlich, hat ja den United Kingdom-Stil gehabt. Da habe ich gerade selber verwirrt. Und jetzt nochmal das Cover von Pete Dunne, aber ja, er zeigt auch sehr, sehr viele Cover. Und krasser Job und krasse Lariat, so King Kong Lariat mäßig. Und aufgeladen zum Simone. Nein, abgetaucht und Impaler DDT. Also so eine Art Impaler DDT. Pete Dunne zieht ihn jetzt Richtung Ring mit und Knee Drop auf das Knie. Und noch ein zweites. Kommt noch ein dritter? Nein. Hätte ja sein können. Aber die beiden zeigen hier ein sehr, sehr gut technisch sehr gutes Match. Es geht hin und her. Sag ich ja, es geht hin und her. Und jetzt wird Roderick Strong aufs Middle Rope, wurde aufs Middle Rope gesetzt. Ist ja inzwischen ein wunderschöner Body Slam. Jetzt Roderick Strong auf dem Middle Rope, will einen Elbow zeigen, aber Pete Dunne rollt sich davon. Jetzt geht's für Roderick Strong in die Ringecke. Nein, andersrum. Und Middle Rope. Crossbody. Und Roderick Strong pusht sich hoch. Punch. Und oh, Backdrop. Face Slam Kombination. Pete Dunne jetzt mit dem Konter. Und Jump Suplex. Also für Roderick Strong sieht es aktuell besser aus. Ja, Schlag nochmal gekontert von Pete Dunne. Also jetzt kommen wir aber hier in eine konterreiche Phase rein. Und nochmal der Knee Drop. Ah, Roderick Strong, der ist jetzt auch gut ausgepowert. Und da. Achso, ich dachte Double Underhook. Ja, ist ja Double Underhook, aber ich hätte jetzt mit Pedigree oder sowas gerechnet. Ah, Pete Dunne kommt raus und zeigt einen Dragon Screw. Und Whippin, da muss Roderick Strong raus. Oh, knallt aufs Knie. Oh, ich weiß nicht, ob das jetzt gut war. Pete Dunne kriegt das ja auch mit. Der wird jetzt, ich denke mal, verstärkt. Oh, da geht's auf den Apron, die härteste Stelle des Rings. Wir sind bei 4. Okay, jetzt sind wir bei 5. Oh, da gibt es eine Platzwunde. Ja, Ref ist bei 8. Ah, Roderick Strong geht da wieder raus. Ich glaube, er will nicht wirklich durch. Das war schon. Countout gewinnen. Und wieder abgelegt. Und Suplex Gutbuster erneut.
Und Cover. Oh, Beine auf dem Seil. Kick out. Und tiefer DDT. Ah, schöner Snap mehr. Und Dropkick gegen den Nacken. Und jetzt nochmal Double Underhook Powerbomb. Sit-Down Powerbomb. Kick-Out bei 2. Whip in die Ringecke. Also für Roderick Strong sieht es auf jeden Fall momentan sehr, sehr viel besser aus. Und nochmal der Crossbody. Und jetzt probiert das einfach mal mit dem Cover. Kick, oh meine Güte, die beiden. Die geben es sich hier ordentlich. Und jetzt gibt's ja. Oh, oh. Ein Aufgabegriff von Roderick Strong. Eigentlich ist er nicht so Submission versiert. Wie zum Beispiel ein Kyle O'Reilly oder auch ein Pete Dunne. Und Suplex durchgedrückt. Cover gleich hinterher. Kickout bei 1, meine Güte. Also die beiden, die geben es sich hier schon ganz gut. Hätte auch der Main Event werden können. Aber wir haben heute auch noch jemanden, der hier noch keinem festen Brand zugewiesen ist. In einem Tag Team Match. Entschuldigung, ich musste rüsten. Single Leg Dropkick geht daneben. Okay, erst schlägt er daneben, so, hä? Und wieder King Kong Lariat. Und wieder Ansatz. Durchgezogen. Also jetzt muss aber hier, glaube ich, langsam mal eine Entscheidung kommen. Das war jetzt schon der dritte Finisher. Roderick Strong hat ja auch schon was in Hand abgekriegt. Und das war's, Roderick Strong gewinnt in diesem wirklich wunderbaren Match. Am Ende hat man aber auch gemerkt, Roderick Strong auf jeden Fall überlegen. Aber von beiden ein super Match. Also sowas würde ich ganz gerne nochmal unter einem Brand sehen. Gut, beide waren damals bei NXT. Vielleicht hegen sie mehr Sympathien für Ring of Honor deswegen. Man weiß es nicht. Also Roderick Strong bei Ring of Honor, wieder, wenn er wieder auf seine alten Kollegen trifft. Naja, wir kommen erstmal zum Halbzeitmatch.